Wir kennen das schon. Eine Gleichspannungsmessung mit dem Multimeter ist völlig problemlos. Ich messe hier die Batterie. Wie erwartet erhalten wir 9 Volt. Soweit also keine Probleme. Was passiert, wenn ich diese Messung jetzt mit einer Wechselspannung mache? Schalte hier um auf Wechselspannung. Hier haben wir 10 Volt bei 0,05 Kilohertz, das sind 50 Hertz. Aber was sehen wir auf dem Multimeter? 3,46 Volt. Kann das stimmen? Vielleicht ist unser Multimeter zu billig. Ich versuche jetzt einmal das teure Gerät einzuschalten. Mal schauen, was der bringt. 3,47 Volt. Dieses Gerät ist also derselben Meinung wie das billige Multimeter. Was könnte hier falsch sein? Jetzt brauchen wir einen Schiedsrichter. Ich glaube, dazu nehmen wir das Oszilloskop zur Hilfe. Bevor wir das machen, schauen wir kurz auf Wikipedia, wie die Amplitude definiert ist und wie Messungen durchgeführt werden können. Ich habe hier Wikipedia schon aufgerufen. Hier sehen wir eine sinusförmige Wechselspannung und die Definitionen der einzelnen Werte. 1 nennt sich der Scheitelwert oder die Amplitude. Das ist der Wert, den wir gesucht haben. Es ist dann von der Nulllinie bis zum Maximumwert. 2, der ganze Wert, dem nennt man Spitze-Talwert, Englisch auch Peak to Peak. Und 3 ist der effektive Wert. Das ist der RMS-Wert, den wir messen mit dem Multimeter. Wenn wir jetzt weiter unten schauen, da hat es sehr viel komplizierte Mathematik. Das Einzige, was uns interessiert, ist das. Der Effektivwert berechnet sich aus der Amplitude, das ist dieser Wert hier oben, also von der Mitte nach oben, geteilt durch Wurzel 2. Wurzel 2 ist etwa 1,4 und wir sehen, wenn wir von einer Amplitude von 10 Volt ausgehen, durch Wurzel 2, würden wir etwa den doppelten Wert bekommen. Das liegt wirklich daran, dass unser Signalgenerator 10 Volt angibt für die Amplitude. Wir haben aber eigentlich nur 5 Volt. 5 Volt durch Wurzel 2 gibt den Wert, den wir im Multimeter gemessen haben. Jetzt stellt sich die Frage, wieso wir uns überhaupt für diesen Wert interessieren. Interessant ist doch sicher dieser Scheitelwert. Nein, das ist nicht so, weil der Mittelwert, der Effektivwert, der hat eine physikalische Bedeutung. Wir erinnern uns vielleicht an das Ohmsche Gesetz. Das haben wir damals angeschaut mit Gleichspannungen. Dieses Ohmsche Gesetz gilt genauso für Wechselspannung. Für diese Spannung ist aber jeweils der Effektivwert einzusetzen. Dann können wir genauso rechnen wie bei Gleichspannung. Auch die Leistung entspricht dem Effektivwert der Spannung mal dem Strom. Das gilt allerdings nur für ohmsche Widerstände, also R, wenn wir hier Kondensatoren oder Spulen haben, dann sieht alles anders aus. Jetzt betrachten wir das am Oszilloskop. Wir sehen hier unsere 50 Hz-Schwingung. Was aber sehr schnell auffällt, ist die Amplitude. Wir haben gelernt, dass vom Nullpunkt bis zum Scheitelwert die Amplitude ist. Aber wir sehen, hier haben wir nur 5 Volt anstatt 10 Volt, wie wir eigentlich erwartet hätten. Das betrachten wir jetzt näher. Ich schalte einmal die Messwerte ein. Und hier sehen wir,
die Maximalspannung 5,04, die Minimalspannung minus 4,96 Volt. Der Nullpunkt ist nicht genau in der Mitte, aber ich denke, das liegt an unserem billigen Signalgenerator. Dann VPP, das ist die Peak-zu-Peak-Spannung, also von ganz unten bis ganz oben, 10 Volt, wie wir erwartet haben. Wenn wir hier weitergehen, hier haben wir eine Amplitude. Und da steht wirklich etwa 9,8 Volt. Was ist jetzt falsch? Haben wir die Definition der Amplitude falsch verstanden? Kaum, wir haben ja gerade vorhin die Wikipedia-Seite angeschaut und das nochmals bestätigt. Wenn wir weitergehen, hier haben wir VRMS, 3,48 Volt. Das ist doch ziemlich genau den Wert, den wir am Multimeter gemessen haben. Also sind unsere Multimeter doch gar nicht so schlecht. Die Frequenz ist 50 Hz, auch das haben wir so erwartet. Ich denke, jetzt müssen wir nochmals eine Wikipedia-Seite bemühen. Diesmal gehen wir aber auf die englische Seite und schauen, ob es da noch eine andere Definition für den Begriff Amplitude gibt. Hier sehen wir die englische Wikipedia-Seite zum Thema Amplitude. Was uns interessiert, ist ebenfalls dieses Diagramm mit den Erklärungen. Wir haben hier 1. Die Peak-Amplitude, da sind wir einverstanden, hatten wir in der deutschen Version auch, das ist die Amplitude. Was wir hier aber sehen beim Wert 2, das nennt sich Peak-to-Peak-Amplitude. Also hier wird dieser Wert ebenfalls Amplitude genannt. Der dritte Wert, die effektive Spannung, das ist wieder diese Scheitelspannung geteilt durch Wurzel 2, wie wir das bisher gekannt haben. Hier sehen wir auch, woher die Abkürzung RMS kommt. Somit wäre das Rätsel gelöst. Also der reine Begriff Amplitude ohne nähere Erläuterung ist gar nicht eindeutig. Da werden wir in Zukunft darauf achten müssen. Hier gleich noch eine kleine Warnung zur Spannungsmessung. Das hat jetzt wunderbar funktioniert mit den 50 Hertz. Was passiert aber, wenn ich eine höhere Frequenz wähle? Ich gehe hier einmal auf 50 kHz. 50 kHz und schaue, dass das Oszilloskop wieder etwas Vernünftiges anzeigt. Müssen wir einen Moment warten, muss die Werte berechnen. Ja, aber wir sehen hier VRMS nach wie vor etwa 3,5 Volt. Aber was zeigt unser Multimeter an? Das sind 414 Millivolt, also völlig falsch. Also wir müssen uns im Klaren sein, dass diese RMS-Messungen mit Multimetern bei 50 Hertz wunderbar funktioniert. Bei höheren Frequenzen kann man sich nicht mehr darauf verlassen.